Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und heute, bin ich ja behindert. Heute schauen wir uns mal an, warum ich immer noch Slime auf der Seite habe. Das ist ein bisschen doof. So, wie und überhaupt man sich einen Random Generator für Minecraft baut. Und zwar sozusagen einen Knopf drücken und dann wird irgendetwas random ausgeführt. Und das funktioniert einfach so einfach wie genial. Und zwar brauchen wir dafür eigentlich nur zwei Sachen. Und zwar einmal einen Armor Stand, der random heißt, und einen Chatblock-Befehl. Und weil dieser random Armor Stand sozusagen Redstone Block gesetzt und wir wollen ihn wieder zurück zur Luft setzen. Eigentlich super simpel. Wir nehmen einfach mal diese meinen Command Blöcke hier. Was ich gemacht habe, ist, ich habe diesen Command Block auf Always Active gestellt. Das heißt, wenn ich ihn setze, führt er direkt den Command aus, was relativ praktisch ist. Und dieser Command Block hier ist auf Needs Redstone. Das heißt, der braucht erstmal Redstone. Okay. Also, wir wollen sozusagen hier unsere vier Varianten haben, was der Command Block alles machen darf. Ja? Also, quasi hier sagen wir einfach Set Block und dann Luft. Ja? Danach machen wir, was er jeweils bei diesen Varianten sagen soll. Zum Beispiel Say 1. Und dann Say 2 und Say 3. Natürlich kann hier eine riesige Command-Blockchain sein, das ist kein Problem. Und dann könnt ihr dann die kompliziertesten Commands machen, je nachdem, was man halt quasi ausführt. Und dann machen wir folgendes, ich glaube, das ist ja der nächste. Dann summonen wir hier einfach Armor Stands und machen die Command-Blöcke wieder weg. Ist aber egal, die können wir weglassen auch. Könnt ihr auch da lassen, weil die sowieso weggemacht werden. Und wenn wir dann einen Knopf drücken, dann wird einer von diesen Armor Stands einen Redstone-Block setzen und der wird direkt danach wieder zur Luft gesetzt. Und danach haben wir sozusagen einfach hier einen random Befehl, der quasi ausgeführt wird zwischen 1 und 4. Wir können natürlich auch hergehen und sagen, okay, das ist schon ganz cool und so. Ich will aber jetzt zum Beispiel, dass dieser Armor Stand hier öfter oder so, beziehungsweise dieser Command hier öfter ausgeführt wird. Dann nehmen wir einfach, lass mal ganz kurz hier hochgehen, diesen Command-Block und sammeln noch so ein Teil dahin. Das heißt, dann ist das hier automatisch jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es da landet. Das heißt, wir werden jetzt öfter die 1 kriegen als andere Zahlen. Oh, jetzt kriegen wir ziemlich auf die 1. So, genau. Also quasi ist jetzt so eine 2 zu 5 Chance, dass wir das treffen und die anderen sind alle nur 1 zu 5. Genau. Man kann es natürlich richtig übertreiben und sagen, das hier ist sozusagen so der, wenn bei dem Glücksspiel oder sowas, hier so die Niete und das andere sind alles die Gewinne und dann kriegt man halt ganz oft nur eine 1, weil das halt das Simpelste ist und ganz selten mal zu einem relativ geringen Prozentsatz auch mal eine andere Zahl, zum Beispiel die 3 gerade eben. Und dann wieder nochmal eine 3, haben wir Glück gehabt, 1, genau, und 4 und so weiter und so fort. Genau, so funktioniert das. Relativ easy, die kann natürlich dann auch noch unsichtbar machen. Ich mag diese neuen Schlagesounds übrigens sehr. Ja, und an sich ist es einfach relativ simpel, richtig easy. Man kann hier, keine Ahnung, alles mögliche reinpacken. Man kann random generiertes, keine Ahnung, Schere, Stein, Papier machen und der Computer macht dann halt immer eins von den dreien und hat man entweder gewonnen oder verloren und so weiter und so fort. Leute, das ist ziemlich cool, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Ist an sich eigentlich auch Multiplayer-kompatibel generell. Mit dem Knopfdrücken ist ja eigentlich immer Multiplayer-kompatibel, soweit ich weiß. Ja, genau. Also das System hier funktioniert relativ easy. Ihr müsst halt nur darauf aufpassen, dass ihr halt für jede einzelne Contraption andere Armor-Stands macht. Also ich habe jetzt zum Beispiel Random genannt. Wenn ihr mehrere haben wollt, nehmt ihr die halt Random 1 und hier halt auch irgendwie Random 1. So, dann könnt ihr das Ding nochmal kopieren und packt die da hin. Zack, 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 zack. Und dann funktioniert das auch so. Aber nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch einen weiteren Command-Block habt, der halt irgendwie Random 2 hat. Dann funktioniert das nicht, weil das ist dann eine andere Variation, beziehungsweise andere Command-Blöcke. Die könnte man wiederum mit einem neuen Command-Block spawnen. Moment. Die dann halt Random 2 haben, ja. Könnte man hier so, Moment. So, so, zack. So, kann man den kopieren und kann sich dann wiederum... Oh Gott, Leute, jetzt bin ich ja ein bisschen überfordert hier mit den ganzen Command-Blöcken. So, kann dann hier anfangen wieder. 1, 2, 3 zum Beispiel jetzt nur. Packt jetzt hier die Command-Blöcke hin, die Armor Stands und dann wieder hier 1, 2, 3 oder so, beziehungsweise, Moment, 1, 2 und 3 und dann haben wir 1, 2 und 3. Fertig. So, und so kann man dann sozusagen da hinten sagen, so, das ist jetzt 1, 2 und 3 und so weiter und das hinten, das sind halt von 1 bis 4. Genau. Eigentlich super easy. ja, wenn ihr die Commands haben wollt, die stehen unten in der Beschreibung in dem Link. Da ist ein kleines Notizbuch, wo ich die ganzen Sachen drin habe. Da seht ihr auch, meine Maus geht wieder nicht. So, da seht ihr auch ein bisschen Informationen zu anderen Dingen, die ich da so random reinschreibe. Es wird auch immer mehr werden. Dieses Notizbuch wird irgendwann ganz, ganz, ganz voll sein. Und dann kriegt ihr da ganz viele tolle Informationen, wenn ihr Maps erstellen wollt. Und dann, wenn ihr eine Map haben solltet, wo ihr denkt, ach, das ist eine coole Map, und die zufälligerweise für zwei Spieler ist, könnt ihr mir auch reinschicken. Und zwar an halbmaking@gmail.com. Video dazu hier oben rechts ganz kurz mal. Ihr könnt uns Maps einschicken und wir werden die dann spielen, die Sophie und ich. Und dann, ja, dann ist das ziemlich geil. Hab bis jetzt leider noch keine richtig fertige Map bekommen. Ach man. Okay, gut, es dauert natürlich seine Zeit, aber ne, lasst euch hier auf jeden Fall Zeit. Würde mich nur sehr, sehr doll freuen, wenn ihr doch mal eine Map
für mich machen würdet. Das finde ich ziemlich geil. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und, ach nein, heute im Stream. Genau, heute. Habe ich ganz vergessen. Heute 20 Uhr will ich streamen. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen. Ich mache auch nochmal ein Video kurz davor. Dann seht ihr das. Und hier schreibe ich es auch nochmal kurz in die Beschreibung rein. Und dann sehen wir uns um 18 Uhr und dann werde ich ein bisschen Map machen. Gut. Beziehungsweise eure Fragen beantworten. Heißt, wenn ihr eine Map erstellen wollt und ihr habt irgendwelche Fragen, ich werde dann hier, genauso was ich hier letztes Mal auch gemacht habe, gestern, einfach Fragen beantworten und das machen, was ihr sozusagen mich fragt. Und dann mache ich dazu auch noch Videos nachträglich, damit ihr euch das nachträglich noch angucken könnt und immer wieder nachschlagen könnt. Genau. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch an die Person, die das hier gefragt hat, wie man einen Random Generator macht. Und ja, dann sehen wir uns wirklich beim nächsten Mal. Jetzt verabschiede ich mich tatsächlich. Bis dann. Ciao.